Ja, das Meer. Okay, hier geht ständig 10-11% hoch und runter. Und jetzt runter, endlich. Süß, ne, diese Fahrradschilder hier. Radfahrwegschilder, so. Schöner Rastplatz. Krass. Aber hier haben die auch gerodet. War der Radweg jetzt gesperrt oder nicht? Nö. Oh ja. Was für riesige Flächen. War das deswegen gesperrt? Ich hoffe, dass wir hier weiterfahren können. Ehrlich gesagt waren die Radwege, die beiden Zufahrten zu diesem Radweg, eigentlich zugemacht, aber daneben hatten sie ein Tor geöffnet. Da sind wir durch und jetzt gucken wir mal, wie weit wir kommen. Hier hat echt ein großes Feuer gewütet. Wahnsinn! Was für Waldflächen! Feierabend im Radweg. Schade. Wir dachten, es trifft uns nicht so wie in Spanien, dass die Radwege auf einmal enden, aber es tut es tatsächlich hier auch. Ja, aber es ist wegen des Brandes, ne? Einige sind echt verkohlt und andere Flächen sind... Wahnsinn, echt Wahnsinn, was für Flächen. Wenn man es so sieht, ist voll gruselig. Was für riesige Flächen. Gerade gesehen hat, kam uns ja auch Radfahrer entgegen. Oh, der Arm ist verkohlt. Wahnsinn! Was für Schäden hier angerichtet worden sind durch die Waldbrände. Ja, hier gibt es schon echt große Dünen. Nicht, ob man es erkennen kann, aber hinter den Bäumen hier geht es richtig los. Das Haus ist wohl. Mit abgebrannt, ne? Ja. Das sieht schon geil aus. Den Campingplatz gibt es wohl nicht mehr. Hm.
Parkplatz gewesen. Kommst du vorbei? Ey, ganz schön laut, ne? Ja. Ich wollte gerade sagen. Ja. Links neben uns haben wir die große Düne. Oh, da geht's. Geht nicht. Stopp. Ja, wir fahren ja noch weiter. Es kommen noch zwei Stück. Also ich muss auch nicht auf die Düne drauf. Nee. Ja, das ist nur anstrengend und genau. Fahrradfahren ist anstrengend genug. Wir fahren jetzt einfach dran vorbei und wir schauen sie uns aus der Ferne an. Ja, da ist sie. Die Wahnsinnsbühne. Ja, ist halt auch nur eine Düne. Bisschen größer als das, was man so kennt. Aber der sieht auch geschlossen aus, oder? Ja, klar. Ist nix mit Camping hier. Okay, fahren wir weiter. Meine Güte. Oh, oh, gosh. Man kann nur hoffen, dass sie die Leute rechtzeitig evakuiert haben. Ja, hier noch weiter. Wahnsinn. Echt? Der hat uns nicht geblitzt, hat die Autos geblitzt. Das sieht hier richtig gruselig aus, ne? Meine Güte. Das war falsch. Okay, gut. Da sind wir gerade rüber. Da kommt Dirk. Also, der Campingplatz, den wir als erstes angefahren haben. Nein, die ersten drei Campingplätze waren alle abgebrannt. Der vierte Campingplatz hatte keinen Platz mehr. Der fünfte Campingplatz macht erst morgen auf. Und wir haben echt keinen Bock mehr. Kann man noch weiterfahren, dann wieder rechts zur Straße zurück. Ja. Dann der Bahn weiter, können wir bis zum nächsten Platz fahren. Da vorne ist irgendwas. Was ist das, eine Bank ist oder nicht? So ein Deckel, so ein Trog, so ein Brunnen, irgendwas. Kann man sich vielleicht draufsetzen. Bauarbeiten. Und dann haben sie jetzt hier lang geschickt. Das wird kritisch. Das geht selber rein. Bonjour. Bonjour, komm her. Hey, willst du da lang? Oh nein. Allez, avance, avance, allez. Yeah.
Mit. Ah, passt. Okay, ja. Oh ja. Ich hab... Merci beaucoup. So, wir sind hier im Naturschutzgebiet. Das ist so ein Vogelreservat, wo man, ja, Reservat ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber mit so verschiedenen Aussichtspunkten für Vogelbeobachtungen. Wir fahren jetzt hier mal mit dem Fahrrad durch und gucken mal, ob wir was Spannendes entdecken. Ich glaube, da hinten, hier ist das eine Familie. Ich dachte gerade, das wären Flamingos. Herrlich. Nee, ist ja jetzt auch nicht zum Gucken. Ja, die sind da in einem anderen Teich. In einem anderen, ja. Lassen den Campingplatz Care Helen und fahren weiter die Atlantikküste hoch. Jetzt erstmal um diese Bucht herum und dann geht es weiter Richtung Norden. Mal gucken, wo wir heute landen. Ostersamstag. Jo, schau mal. Das Wetter ist wieder schön. Das ist minus auf. Heute nicht. Jetzt geht's auf. Links. Ich fahre links, aber wieder links. Gut. Das haben wir noch weniger von der nervigen Strecke. Ja. Ups. Das ist schön, dass ja. So krass, aber es ist wirklich so, ne? Man wird ganz unruhig, wenn man mal einen Tag auf dem Campingplatz hängt. In der Natur ist das Radfahren. Es gibt immer neue Landschaften. Das ist das eigentlich, ne? Dass man nur was Neues sieht. Schon wenn man was zweimal sieht, ist es eigentlich doof. Ja, besonders bei dem Wetter. Das kommt ja noch dazu. Wir haben ja echt Glück mit dem Wetter. Von der links. Und auf dem Campingplatz haben uns auch zum ersten Mal die Mücken so richtig überfallen, ne? Na, in Italien auch schon. Nein, ich meine in diesem Jahr. Ja, das stimmt. Okay, ja. Klar hatten wir vorher auch schon Mücken, aber... Ja, stimmt. Ja. Also ist. Übrigens befinden wir uns auf dem. Hier kannst du kaufen. Ja. Ist auch. Andere Farbe, sieht ganz nett aus. Bonjour. Auf dem Jay-Wert. Auch ein Bahntrassenradweg. Bonjour. Keine Reaktion. Das ist so, passiert uns sehr oft hier, dass man grüßt und die Leute einfach nur nach unten auf Fuß umgucken. Ein Künstler auf dem Rand. Nein, ich fahre keine Fußgänger um. Wenig Hunde im Vergleich zu Spanien. Ja, ich glaube, das hast du im Norden auch mehr. Warum sollte das so sein? Und in der Camargue auch. Weiß ich nicht. Mag alles sein, aber das ist ja nur eine reine Spekulation. Fakt ist, wir haben viel weniger Hunde. Das stimmt. Mit einer alten Uhr sogar noch, die aufs
5 Uhr stand. Bonjour. So, jetzt hat mein Strauß ein bisschen Farbe gekriegt. Sorry. Bonjour. Ah, da sind schon welche, oder? Nee. Sogar eine Toilette. Ja, das ist doch süß. Da trinken wir jetzt einen Kaffee. Au revoir! Ja, es gibt ja auch die netten Franzosen. Und hier ist der Wald mal nicht abgebrannt. Echt schön. So, wir haben den Campingplatz erreicht. Direkt am Meer. Es trennt uns nur eine Düne, auch wenn das jetzt gerade nicht so aussieht. Ja, der hat ab heute geöffnet. Da sind sogar noch mehr Radreisende. Dirk checkt gerade ein. So, und hier bleiben wir heute. Vielleicht auch morgen. Mal gucken. Also, bis denn.